herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Shadow Tactics. Ich habe im letzten Video den Speedrun gemacht von der sechsten Mission und habe damit von den ersten sechs Missionen sämtliche Erfolge und Badges geholt. Und jetzt will ich versuchen, natürlich von der siebten Mission die Badges anzugehen. Da fehlen mir noch sieben Stück, das ist jede Menge. Also sieben. So, ich sehe gerade meinen Kappa, das ist schief. Schaut ein bisschen seltsam aus, wenn man sich in der Kamera anschaut. Okay, sei es drum. Streamer-Problem. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier die siebte Mission angehen. Das war diese Mission, da wo es so regnet und dunkel ist mit den ganzen Tümpeln. Und da sind die Erfolge gar nicht so einfach. Ich würde sagen, wir steigen da kurz ein und dann schauen wir uns mal an, welche der Kombinationen dieser Erfolge ich machen kann und welche nicht. Damit ich versuchen kann, hier gleich eine ganze Menge in einem Run zu schaffen. So, ich wünsche euch viel Spaß hier und eine gute Unterhaltung. So. Los geht's. Und zwar sind wir jetzt in Suganuma Village hier. Und wir sehen die verschiedenen Erfolge. Don't climb ladders or vines and don't use the hookshot. Also ich soll keine Leitern verwenden und nirgends irgendwie raufklettern und diesen Haken nicht verwenden, den man da hat in der Mission. Complete Mission for to claim Mugen's Gear. Ich soll das jetzt schaffen, ohne dass der Mugen seine Kleidung holt. Das heißt im Grunde ohne Mugen. Was gar nicht so einfach ist, glaube ich. Schauen wir mal. Rescue the Farmers before Rescue Mugen. Ich soll zuerst die Farmers, also den werde ich versuchen auf jeden Fall zu machen. Zuerst diese Farmer retten, bevor ich Mugen rette. Dürfte irgendwie funktionieren. Dann complete Mission in unter 20. Das nicht, Speedrun nicht. Don't step on loud first surfaces, also nicht auf laute Untergründe steigen. Das kann ich auch probieren. Also das da mit den Farmern, das da mit nirgendwo draufklettern, wo es laut ist. Alle Gegner töten. Schauen wir mal, ob es geht. Und dann drei Gegner töten, indem man einen Stein draufschmeißt. Doch das kann der machen. Also das können wir probieren, das können wir probieren, das können wir probieren. Alles in einem Run, das dann auch in einem Run. Und ob sich das ausgeht hier, also das machen wir auch hier. Also dass wir ihm seine Kleidung nicht holen. Also wir probieren das da, das da, das da, das da. Kill all enemies und kill three enemies by crushing them with rocks. Also 1, 2, 3, 4 machen wir auf jeden Fall, glaube ich. Und ob ich das schaffe, nirgendwo rauf zu klettern oder nicht, weiß ich nicht. Weil wenn man nirgendwo reinsteigen darf, wo es laut ist, dann glaube ich, muss man Leitern klettern. Das werden wir uns jetzt aber anschauen. Ja, das ist schwierig, glaube ich, jetzt, weil ich glaube, diese Erfolge widersprechen sich so, dass man die nicht alle auf einmal in einer Mission machen kann. Oder nicht die meisten auf einmal irgendwie in einer Mission. Und die Mission kann ich mich erinnern, die war ätzend zu Beginn, also zum Spielen. Die Mission hat sich sehr cool gemacht und so, aber zum Spielen war es schwierig. Und vor allem, weil es auch ein bisschen dunkel ist und hier steht nicht auf laute Untergründe steigen. Also gleich zu Beginn ist ein Wasser. Wenn das als lautes Untergrund zählt, dann ist dieser Erfolg schon mal gleich nicht geschafft. Und ja, auch dann nach Norden zu gehen, um diese Leute zu befreien, bevor ich ihn befreie, dürfte funktionieren. Alle töten möglicherweise. Mal schauen, mal später mit Takuma und Yuki. Und hinterher hat man noch Mugen. Aber dann hat man auch nur quasi ohne Kleidung, weil er gefangen genommen worden ist. Also, ich darf nicht in diese Pfützen steigen. Wir speichern. Ihr seht hier 1, 2, 3 Spielstände. Ich habe das Spiel gerade jetzt hier ca. 15 Minuten gespielt, habe drei Leute entfernt und irgendwie gab es dann ein Problem mit ihm. Er ist nicht mehr aufgestanden, die Animation hat nicht mehr getriggert. Und das hat mich schon gestört. Warum hat Kuma auf seinem Blut? Ein Farmer ist direkt neben ihm. Ich bin überrascht, dass du ihn hier zurückbekommen kannst. Es war nicht schwer. I just made that sound you do. So you picked up on that. I bet Kuma wants to rescue Master Samurai too. Shh. I'm coming. Kushoma. Oh. I will feel that in them. Distract them. Und so. War kurz abgelenkt hier, konzentriert. Also auf jeden Fall hat diese Animation hier nicht getriggert von ihm.
Der konnte da nicht mehr aufstehen. Das da konnte er nicht mehr machen. Und das stört mich irgendwie, weil... Ich weiß auch nicht genau, warum das passiert ist. Auf jeden Fall war das ein Bug jetzt in dem Spiel. Also ziemlich eines der ersten Bugs, die ich überhaupt getroffen habe in dem Spiel. Und das nervt ja irgendwie. Also ich habe schon hier einen Weg gefunden, die Bar hier zu töten. Deswegen machen wir das. Und ich wollte es jetzt nicht vorne dranhängen irgendwie, aber... Ich meine, ich kann es auch zusammenschneiden, das alte mit dem neuen jetzt. Und dann direkt eins zu eins weiterspielen. Aber ich dachte, es ist besser, ihr seht den Run als Ganzes. So, schauen wir mal. Genau. Der Kuma darf da reinsteigen, die anderen halt nicht. Wie ihr seht, da ist da unten einer, der rennt in den Büschen rum, der könnte den hier sehen, während er sich ihn töte. So. Und ich darf da halt echt nirgends reinsteigen und sie ist da etwas schlanker unterwegs als er. Es könnte sogar sein, dass er hier reingestiegen ist jetzt, oder? Nein, ist er nicht. Aber vorher, wie die Animation nicht mehr gegangen ist. Okay. So, als nächstes muss Kuma den hier anlocken. Und man muss sich da so entlang, hier unten entlang streichen. Ich habe bisher hingespielt, dass ich den noch getötet habe und den da hinten noch. Und das machen wir jetzt gleich. Also auf einmal. Und sobald einer in die Pfütze steigt, ist das ein lauter Untergrund, dann verliere ich diesen Erfolg mit den lauten Untergründen. Ich kann jetzt da auch nicht auf diese Leitern klettern, also ich muss echt da irgendwie einen Weg finden, da entlang. So, er ist einer der Nächsten, den ich jetzt hier erwischen muss. Manche Leute finden Yuki nicht schön, die finden sie nervt mit ihren Kommentaren. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde dieses vom Tanuka, dieses Geräusch, was er macht, das finde ich, das nervt. So, weiter geht's. Man kann es hier, wenn man jetzt niemanden, wenn man jetzt nicht ins Wasser steigen will, kann man es, glaube ich, auf zwei Weisen hier machen. Also Tatsache ist, man kann da entlang. Ich weiß auch nicht, ist das normal, dass man auf der Karte nicht sieht, nur wenn man groß die Karte macht? Ich glaube schon. War das bei den vorherigen Missionen auch nichts? Ich dachte, man hat die immer gesehen. So, jetzt darf ich da nicht reinsteigen. Da ist nämlich noch einer. Der da, der läuft ja immer durch, aber der sieht eh nichts, weil er da drin ist. Aber wenn man unmittelbar neben ihm stehen würde, würde der dich sehen. Und zuerst habe ich es mit der Takuma gemacht, jetzt habe ich es direkt mit ihr gemacht. Geht auch. Okay. So, jetzt müssen wir hier weiter. Ich kann jetzt nicht nach oben durch, weil es eben nicht geht. Sonst mache ich. Verliere ich den Erfolg. Es wäre dann wahrscheinlich leichter, wenn ich über die Treppen gehen könnte. Aber da ich jetzt beides auf einmal versuche, gehe ich da unten entlang und schaue mal, wie weit ich kommen kann. Es könnte sein, dass ich jetzt vorne an der Hütte stehen bleibe und dann kann ich eigentlich nicht mehr weiter ohne. Bisher bin ich im Rahmen. Also ich probiere nicht ins Wasser zu steigen, nicht die Leitern zu verwenden. Das sind eigentlich die einzigen zwei Bedingungen, die wir hier haben. Nachher halt Mugen nicht als erstes retten und so weiter, aber das machen wir dann. Das sollte nicht so ein Problem sein. So, jetzt gibt es den hier, der schaut da so komisch. Und den da. Nur der hier wird von dem da bewacht. Was nicht gut ist. So, es könnte sein, dass ich hier das erste Mal die Waffe verwenden muss. Ich kann... Bin ich ins Wasser gestiegen? Gott sei Dank macht es gleich bling, dann merkt man das, wenn man einen Fehler macht. Okay,
Sogar schon wieder ins Wasser steigen. Was ist da los? Vorher bin ich da vorbeigegangen. Muss ich schauen, dass ich da nicht so weit klicke. Also, die geht immer so gerade Linien zu den Punkten, die ich dann drücke. I'm coming. Almost there. Okay. Fast and sharp. Besser. So. Ich meine, töten kann ich den, der sieht ihn nicht, ich könnte ihn töten, aber der Typ sieht ihn und sie braucht, wenn sie jemanden tötet, braucht sie, Duration sieht er hier 2,8 Sekunden, das heißt 21, 22 und dann sieht er ihn und das geht sich nicht aus, also ich glaube nicht, dass sich das ausgeht. Wir werden das mal kurz testen, aber ja, das ist diese Szene, wo er den Zivilisten einfach erschießt, dieser Typ. Das sind voll die miesen Leute hier in der Mission. They didn't have to shoot him. These men are beasts. They'll do whatever they want, with or without reason. I hope Mugen-sama is okay. Yuki-chan, do not. Oh, du musst jetzt vorbeilaufen bei denen. Puddles make noise. So, rein theoretisch könnte ich ihn jetzt versuchen, mal von hinten zu töten, aber ich weiß nicht, ob es sich so ausgeht. Ich kann ihn aber nirgends anlocken, weil ich keinen Platz. Naja, ich könnte schon anlocken. Wake up, little June. Wie weit kann ich da gehen? Schon ein bisschen. Um mich zu ich kann ja auch nirgends hinlaufen, um mich zu verstecken. Das ist das Nächste. Aber wir machen das so. Ich weiß schon wie. Wir legen hier eine Falle. Verstecken wir uns? Ja, jetzt komme ich mit ihm. Ich hoffe, der kann da vorbeilaufen. Er muss das können, weil ansonsten kann man die Mission nicht machen. Also zumindest nicht alle zwei Erfolge auf einmal. Ich hoffe, das geht. Da hinten war die enge Stelle. Ich hoffe, der kann da auch so vorbei wie sie. Warum leuchtet das immer? Das irritiert mich. Okay. So, also er muss jetzt auch vorbei. Jetzt werde ich den Tanuki da oben hinstellen. Hinter der Falle und lockt ihn einfach an, dann stirbt er und dann war's das mit ihm. My leg can get wet. Sehr gut, er ist auch vorbeigekommen. Don't worry about me. Okay. Kuma, hear me. Kuma, go. Be ready. Warum hast du Mops da hinten? You know what to do. Wo ist der Kuma? Ach, der kommt da erst. Ich glaube, das funktioniert hier. Ich muss sie eine nach den anderen hier überall rauspicken. Weiß nicht, wie ich die hier in der Mitte töten kann. Vielleicht bleibt mir am Schluss ein Schuss übrig oder so. Weil die da hinten kann ich ja eigentlich nicht. Was ist hier los? Achso, das ist oben. Ich dachte, das ist jetzt neben mir. Ich weiß, in der falschen Etage. Okay. So, safe. Jetzt testen wir das. Sehr gut. Okay. Also man kann mit Kuma und mit dir relativ gut hier Leute in die Falle locken. Wir verstecken den mal hier ein bisschen etwas weiter weg. Okay, der geht jetzt auch mal darauf. Das ist natürlich blöd, ne? Der hat ein Holzbein. So. Nächster da. Wie gesagt, es ist Blind Gaming. Ich habe die Mission einmal erst gespielt. Damals beim ersten Run, jetzt spiele ich zum zweiten Mal. Achso, und der kommt ja nicht. Genau, stimmt, das habe ich vergessen. Das geht ja nicht. Das ist ja ein Strohhut. Das ist natürlich schlecht. Ne? Aber der wird kommen. Aber ich kann hier keine Falle. Okay, wie töte ich denn jetzt? Wie komme ich jetzt hier weiter, ohne darauf zu gehen? Wenn der nicht kommt. Ich kann ihn auch nicht umdrehen, den Typen. Ja, vielleicht schon. Mal schauen. Wo und wohin gehe ich als nächstes, ist die Frage hier, weil. Ist der ein Problem? Nicht so sehr. Die sind da konzentriert, die könnte ich alle auf einmal erwischen, wenn man diesen Bombenerfolg machen möchte, aber.
Das ist jetzt hier schwierig. Rein theoretisch habe ich diese Dreierpatrouille, die geht aber auch mal weg. Habe ich den da noch und die dann noch. Und wo kann ich jemanden hinstellen, ohne dass der gesehen wird, ist die Frage. Ich kann sie, nehmen wir mal an, ich töte sie. Wo stelle ich sie hin? Diese Leute, was sieht der nicht? Im Grunde wäre diese Ecke da hinten okay. Ja. Also wenn ich jetzt die zwei schaffe zu töten, durch welche glückliche Fügung auch immer, ich könnte einfach erschießen. Mit Takuma. Ich habe nur 3 Schuss. Und ich kann mir keine Schuss mehr holen, weil ich die Leiter nicht betreten darf. Das ist wieder das nächste. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen kann, ohne Leitern zu betreten hier. Sicher, also nochmal, welche Erfolge habe ich? Nicht über die Leitern. Complete the mission for reclaiming missions. Okay, refuse, rescue the farmers von mir aus und downstep loud surfaces. Also, es ist die Sache, entweder man geht durchs Wasser. Will ich durchs Wasser eigentlich? Nee, ich will eigentlich eh nicht durchs Wasser. Aber Leitern klettern würde ich wollen. Aber wenn ich nicht durchs Wasser will, was würde ich dann machen? Dann würde ich wahrscheinlich über diese Leitern klettern, so beim ersten Mal, und über diese Ranken und vom Norden aus kommen irgendwie. Mit ihr. Das habe ich damals so gemacht. Ach, der hat alle getötet, ist das Wasser rot geworden hier. Naja. Wenn ich jetzt also nicht durchs Wasser will, dann würde ich eventuell tatsächlich über die Leitern drüber klettern und dann so drüber. Und dann habe ich das so gemacht, über diese Häuser drüber und dann über die Häuser und dann zurück. Und dann habe ich probiert, sie alle auszuschalten und so weiter und so fort. Wenn ich aber nicht über die Leiter klettern will, dann muss ich hier geradeaus. Okay, also wenn man nicht über die Leitern klettert, dann muss man hier geradeaus. Ist ja wurscht, ob man vorher durchs Wasser gegangen ist oder nicht. Also man steht immer an dieser Stelle an, wenn man diesen Erfolg machen will. So oder so. Das heißt, ich muss hier die töten können. Es muss funktionieren. Ich probiere jetzt nichts Unmögliches. Das ist schon mal wichtig zu wissen. So, probieren wir mal ganz kurz eine Geschichte. Ja, ich weiß wie, glaube ich. Ich glaube, wichtig ist es, dass ich das, es schaffe, jetzt darüber zu gehen. Okay. Der sollte mich jetzt nicht sehen, hoffentlich. Ja, sieht mich auch nicht. Obwohl ich da ziemlich im Licht stehe, sieht er mich nicht. Okay, jetzt werde ich... Ah, okay, jetzt kann ich den töten. Ich weiß schon wie. Ah, das war jetzt genau im falschen Zeitpunkt, aber es funktioniert so. Also ich drehe nur kurz um, der läuft ja nicht weg, das ist ja nur mit Strohhut. Aber es reicht dann, um... Aber nicht jetzt, der muss jetzt mal wieder weggehen. Kommen diese Dreiertruppen her? Nein, na doch, die kommen, aber ich muss mich etwas beeilen. Also wenn der jetzt... Let's search the fields further down the road to see if anyone's there. Yes. Stay away. They will return. Was sagt er? We should not forget. Ach, wollen die jetzt echt? Ist jetzt diese riesen Fünfertruppe weg, oder was? Ja. Warum man die Leute auf der Karte unten nicht mehr sieht, weiß ich nicht. Normalerweise sollte man die sehen. Man sieht jetzt nur vereinzelt jemanden hier, aber... Irgendwie ein kleiner Bug ist, glaube ich, immer noch da, aber... Okay, sei es drum. Einen habe ich jetzt erwischt. Der sieht nichts, der sieht nichts. Gut ist. Muss ihn nur schneller weiter wegtragen, damit er mich... Sonst hätte er ihn da unten gesehen. Okay. Gut ist. Bisher soweit so gut. Ist schon man muss schon überlegen hier. Also das ist nicht mehr ganz so easy cheesy.
Der da oben kommt zum Beispiel nicht runter. Wenn ich den jemals töten wollte, ohne ich raufzugehen, brauche ich einen Schuss. Also ich muss mir auf jeden Fall einen Schuss für den Typen da aufbewahren. Jeder, der irgendwie oben auf einem Hochstand steht, der braucht von mir einen Schuss. Sonst komme ich nicht rauf. Und hier dann noch ein Schuss für die Samurais hier. Eins. Zwei. Also ohne Mugens Kleidung kann man die Samurais nicht wirklich gut fertig machen, ja? Naja, doch, könnte ich schon, aber es sind immer noch mehr. Oh, hier, drei. Wie viele Samurais gibt's? Vier. Wie viel Schuss hat der? Drei. Also einen brauche ich für den da. Einen für den da. Das wären schon mal zwei Schuss. Nein, den kann man anlocken. Also den nicht. Einen Schuss. Dann braucht man ein Samurai, zwei Samurai, drei Samurai, vier Samurai, fünf Samurai. Wow. Sechs Samurais und den muss man auf jeden Fall erwischen. Weil der bewacht ihn. Also mehr Samurais, als ich Schuss habe, weil ich habe nur... Ah doch, der hatte hier auch sechs Schuss. Und sie hat da noch drei. Rein. Naja, rein theoretisch könnte es ausreichen. Also ich könnte es wahrscheinlich nur mit den zwei die ganze Mission schaffen. Ohne Mugen. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Nun gut, wohin jetzt als nächstes, ist die Frage. Wir wollen als erstes die Dorfbewohner befreien, das heißt diese Typen hier oben befreien. Bevor wir ihn befreien, das heißt ich muss die abschießen mit meinen Waffen, die ich habe. Und dann muss ich mich auch noch um den da kümmern. Was haben wir hier? Oh, der sieht auch weit. Da kann man ihn hinstellen. Okay, das war nicht gut. Ich dachte, ich schaff's, in der Falle hinzustellen und damit abzuhauen. Aber ich schaff's auch, nur nicht jetzt. Okay. Dann stelle ich halt die Final Wildness hin auf da zum Beispiel, ne? Ich muss den dahin anlocken, das ist der Einzige, der diesen Punkt sieht. Also ich muss eine Falle dahin stellen, wenn der wegläuft. Und halt die anderen auch weglaufen. Ach, die drehen sich so langsam um. Okay, ich muss den mitten auf die Straße locken und dann mit der Kuma töten. Aber halt nicht jetzt, sondern jetzt geht sich das aus. Quick. Ich glaube schon. Nein, geht's mir nicht aus. Okay. Ugh, noch ein bisschen warten. Precision. Oh, I will feel that in the yes. Morning. Here. Sneaky coiled up. Yes, be fast. Mm-hmm. Ach komm schon. Das war gerade noch nicht in seinem Radius, aber wir werden es halt hier aufstellen, die Falle. I can do it. Okay. Dann machen wir es halt hier. Das ist eigentlich auch wurscht. Bin ich in seinem Radius? Okay, gut. Will ich nur schauen? Ich muss die Leichen, glaube ich, noch entfernen. I do not mind the rain. Keep your gunpowder dry. Go. Das sollte jetzt funktionieren. Kuma, hear me. Ah. Ist das zu weit weg? Für Kuma? Es könnte durchaus sein, dass das zu weit weg ist für Kuma, aber wir werden es jetzt gleich testen. Okay, das sollte sich gerade noch ausgehen. Jetzt bin ich fast reingelaufen zu dem.
procure them to you. Stupid clouds. Yes. Yes. Was war das? Mal sehen, oder Speedrun? Ja. Also jetzt gerade habe ich 20 Minuten gespielt. Grob. Müssen wir wieder entfernen, weil sonst kommen diese Wachen von da oben. Okay, wir arbeiten uns hier langsam voran. Es ist halt eine Mission, die etwas länger braucht, aber wir machen ja auch recht viele Erfolge auf einmal hier. Wenn ich jeden Erfolg mit einem, wie soll ich sagen, mit jedem Run einen Erfolg machen würde, wäre es natürlich einfacher. So, gut, ist jetzt mal weg. Okay, weiter geht's. Wir schauen jetzt mal. Das sind eigentlich die Leute, die man dann töten muss, nachdem man die Mission. Ach. Ich bin blöd gestanden hier, einfach nur sinnlos in der Gegend rum. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, bevor wir hier weitermachen, in welche Richtung wir gehen. Also ich kann probieren, hier unten noch ein paar zu töten. Damit ich es später leichter habe, aber ich komme hier eigentlich nicht durch. Oder? Nein, ich kann den nicht anlocken, die Typen. Ich kann schon Kuma irgendwo hinstellen, aber ich kann dann immer nur einen töten und nicht zwei. Und der schaut ja so ziemlich viel über den Platz. Und da ich ja hier nicht klettern darf. Und ich ja eigentlich zuerst die Zivilisten befreien möchte. Ja, ich wahrscheinlich hier den noch erwischen vorher. Ich kann auch reingehen. Komm ich schon wieder? Nein. Keine Ahnung, ob das jetzt besonders gut war. Vielleicht. Okay. Jetzt werde ich halt schauen, dass ich den kurz anlocke, damit ich diese Wache hier töten kann. Dann werde ich mich auch um diese Wache noch kümmern hier. Ich weiß aktuell nicht warum. Aber ich werde das machen. Da ist noch einer im Busch drin irgendwo. Also laut Minimap müsste noch einer hier auf dem. Müsste noch einer da drin sein, aber ich sehe ihn gerade nicht. Ah, da. Okay. Ich soll H drücken. Gut. Also ich will jetzt den hier töten als nächstes. Und zwar. Ach, ich war zu langsam. Jetzt hat sich der schon wieder umgedreht. Warum ich den überhaupt töte, ist eine Frage. Schaffe ich es alle zu töten? Vielleicht schaffe ich es alle zu töten, deswegen machen wir das. Ja, jetzt kommt er schon wieder. Weil, naja, den da oben werde ich erschießen jetzt dann, sobald ich. Ich mache das jetzt gleich. Hatte keinen Sinn, dass ich hier noch länger warte, weil. Ich sowieso keine Leitern verwenden werde. Ah, jetzt hat er verschossen. Aber ich werde den jetzt töten müssen, weil ich den sowieso töten muss. Und ich kann sehen, sie hier länger zu brauchen für den da. War das laut? Nein. An unusual compliment. You know how I made it so quiet. No, don't tell. Okay, gut, das war jetzt okay. Werden wir mich sehen von da links? Nein, wir sehen nicht so weit. Okay. Jetzt ist halt der halt als nächstes dran. Naja, ich werde schauen, dass ich hier so gut es geht aufräume. Hier, wenn ich schon einen Run mache mit Töte.
Ja, vielleicht geht sich das hier aus. Boston Shock. Schneller. Stick the knee. Stab the neck. Yes. Careful, they could still beat me. Killed him. Oh, kommen gleich alle. Ganz so viele Freunde brauchen wir jetzt nicht. Okay. Was ist denn da los? Noch einer? Okay. Muss noch auf noch einen Acht geben. Da ist noch einer. Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Das heißt, der sollte auch umdrehen. Ja. Also der muss... Beide müssen sich jetzt wegdrehen. Jetzt wird es gehen, aber der ist total im falschen Zeitpunkt hier. Machen wir es anders. Who's making noise? So, viel besser. Hey, ja, gleich machen kann. Ist mir nur nicht eingefallen. So, gut. Als nächstes einer von den zweien. Don't step Bird's voice. Sorry, still works. Almost there. Okay. Oh, I'm still needed. Be ready. I do not mind the rain. Coming. Muss ich, glaube ich, etwas. Okay, zu spät. Die laufen so schnell und wenn der nur krabbelt am Boden, dann dauert das. Das ist jetzt so langsam. Can't see me. I'm coming. Wake up, little June. Bird's voice. Now. Ja, ich glaube da auch nicht. Coiled up. Schneller, Mann. Mal schauen, wie weit ich den anlocken kann, damit ich weiß, wo ich wieder eine Falle hinstelle. Ist halt ein bisschen so ein Fallenspiel, wenn ich das so machen möchte, alles. Also bis hierhin circa. Oh, doch schon einiges. Also muss ich eine Falle da hinten aufstellen. Das ist der da unter eigentlich. Nein, okay, das reicht. Can do it. Careful. Kuma, hear me. You know what to do. Jetzt müssen wir warten, dass Kuma kommt. Go. Mal schauen, ob das ausreicht hier. Ich glaube, die Entfernung ist gut. Jetzt seine Zeit ist gekommen. It's a tunnel. Keep your gunpowder dry. Okay. Got it. Don't step in puddles. Ja, muss mir nur etwas beeilen, ja. Wunderbar. Puddles make noise. Okay. Time is up. Naja, läuft doch ganz gut, denke ich. Und so kann ich echt jeden einzelnen von hier entfernen, langsam aber sicher. I'm ready, fast and sharp. Quick. Hol ich mir den da noch? Der sieht Gott sei Dank nichts. Das ist für mich sehr, sehr praktisch. Can't see, still works, still works. Yeah. Der läuft jetzt da direkt dahin? Yes, be fast. Okay. Ugh, muddy floor. Can't see me. Mine. Wunderbar. Bisher haben wir hier die rechte Seite relativ gut geklärt. Jetzt kommt der nächste, aber den kann man nicht anlocken. Das geht nicht. Es ist wieder so ein Fall, den halte ich mir für einen Schluss. Vielleicht macht er Alarm oder was? Das ist ja das nächste. Den kann man nicht anlocken und der ist am Wasser. Immer auf dem Wasser unterwegs. Das macht schon ein Problem hier, weil ich den eigentlich... Kann man den anlocken?
Ich könnte ihn nur anlocken, wenn ihr was sieht hier, oder? Dann behalten wir erstmal auf. So, kommen holen wir wieder zurück, dann guck mal. Gut, an der Stelle machen wir mal einen Save Game, weil ich glaube, das ist jetzt schon etwas länger als eine Stunde, was ich hier spiele. Nicht ganz, ich glaube schon. Nein, spielen wir noch ein bisschen. Zack, Mission Time. Gute halbe Stunde, also etwas länger als halbe Stunde dürfte es sein, was ich jetzt hier spiele. Naja. Läuft, würde ich sagen. So, wir machen Save. Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben jetzt schon mal zwei Etagen geklärt. Und, vielleicht spiele ich jetzt aber noch ein bisschen weiter. So, zwei Etagen haben wir gemacht hier. Also, das Schwierige an dem Erfolg ist jetzt hier, keine Leitern klettern. Also in dieser Folge, die ich jetzt alle fahren probiere, und nicht ins Wasser steigen. Das gibt mir nämlich einen gewissen Weg vor. Wenn ich das mal jetzt gemacht habe, dann wird es wesentlich einfacher, wenn ich da einfach überall durchlaufen kann, rauf und runter klettern kann. Das ist natürlich leichter. Aber jetzt, da ich nirgends ins Wasser steigen kann, ist es schon schwieriger. Und jetzt werde ich gleichzeitig auch noch probieren, diese Dorfbewohner irgendwie vorher zu retten, bevor ich Mugen rette. Und dann auch noch probieren, Mugen seine Kleidung gar nicht zu holen. Was die Sache natürlich auch ein bisschen schwieriger macht. Naja, wir schauen uns das im nächsten Video an. So viele Erfolge auf einmal zu machen, ist schwierig. Aber vielleicht funktioniert das dennoch. So, danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Let's Play Shadow Tactics. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Wingman.